Moin, meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge an Pro macht's vor. Und heute wollen wir einen kleinen Blick auf den Exilé werfen. Denn dieser Dude hat sich gedacht, hey, LeBlanc ist tot genervt, spiele sie trotzdem. Und das Ganze hat er bei der LCS getan und das Witzige ist, mit Erfolg. Denn LeBlanc hat ja einen ziemlich hotten Nerf erfahren, das bedeutet, die W-Fähigkeit wurde ja praktisch gelöscht. Ne? Der Schaden ist dramatically runtergegangen. Dafür wurde natürlich die Wave-Clear ein bisschen verbessert, trotzdem ist das für LeBlanc ein sehr wichtiger Spell gewesen. Und Exilé hat sich nur gedacht, wenn dieser Spell so geboostet ist, müssen wir so ein kleines bisschen drum herum spielen. Und das hat er mit einer kleinen Item-Veränderung getan. Bevor wir einen Blick auf die Items werfen, schauen wir aber zunächst auf Rune Masteries. Das heißt, hier gibt es ebenfalls schon eine kleine Abweichung von normalen LeBlanc-Spielern. Das heißt, er nimmt zwar ganz normal Thunderlords mit, was die Masteries angeht, aber bezogen auf die Runen ist wieder alles drin. Das heißt, erst Cooldown Reduction pro Level dabei, dazu kommen wir später noch. Das Ganze sind dann knackige 10% auf dem höchsten Level und auf der Midlane funktioniert das sehr gut, weil er hat immer ein hohes Level. Aber in den Zeichen, also den roten Runen, hat er Hybrid Penetration Runen dabei. Das heißt, er hat 10 Lethality als LeBlanc am Start. Das ist auf jeden Fall schon etwas sehr, sehr Verrücktes, liegt aber auch daran, dass er mehr Auto-Attacks rausdrücken will. Die Frage ist jetzt natürlich, warum willst du mehr Auto-Attacks als LeBlanc rausdrücken? Was ist denn da los? Und ja, und der Grund dafür ist das Itembild, denn er sagt sich, ich gehe Protobelt und Lich Bane. Diese beiden Gegenstände sind nun das neue Core-Itembild für LeBlanc und wir wollen dann schauen, warum? Wieso? Tja, dafür gibt es verschiedenste Gründe, wir drösen das Ganze ein bisschen auf. Zunächst gibt es aber einen kleinen Throwback, denn die gute Ahri hatte mal ein ähnliches Itembild gehabt. Ahri-Spieler haben sich gesagt, ich gehe ebenfalls Protobelt Lichbane. Das ist ein bisschen länger her, also bei dem Video war ich auch ein kleines bisschen krank anscheinend. Fakt ist allerdings, dass man hier ähnliche Vorteile genutzt hat. Das heißt, die besagte LeBlanc hat ja bezogen auf die W-Fähigkeit hart gelitten und wird auch bei diesem Itembild immer noch als zweites maximiert. Das halte ich zwar für ziemlich seltsam, weil es den Schaden nicht direkt boostet, denn die Gegenstände sind aber dazu da, um das Ganze auszugleichen. Denn LeBlanc hat ein ziemlich großes Problem, wenn sie das wenig als zweites maxt. Sie hat einen insanen Cooldown drauf. Der ist ridiculous hoch. Wenn man jedoch Punkte reinpackt, steigert sich im Prinzip der Schaden gar nicht. Also von 40 auf 100 ist halt immer noch lächerlich. Aber der Cooldown geht dramatisch runter, weshalb man diesen Spell besser als Escape oder Engage Tool nutzen kann. Denn diese LeBlanc ist nämlich dazu gezwungen, ihre Auto-Attacks zu nutzen. Und um in Auto-Attack-Range zu kommen, drückt man das W und haut die anderen Spells raus. Und es ist sogar, ich sage mal, fast ein natürliches Verhalten mit LeBlanc. Ich meine, die Mechanik funktioniert ja so, dass du versuchst, das Siegel auf den Gegner zu packen. Das bedeutet, du musst ohnehin bei deinen Spells geduldig sein. Das heißt, ein normales Q auf den Gegner zu machen reicht nicht. Du musst warten, bis das Siegel da ist und dann hast du einen neuen Spell drauf. Entweder das E oder zum Beispiel das Ganze nur mit dem E. Und die Zeit, die du dazwischen hast, ja, wie nutzt du die denn? Ja, du machst einen freaking Auto-Attack auf den Gegner. Das heißt, die Runen in der Laning Phase werden natürlich doppelt nützlich, wenn du die Gegner mit der Chain triffst. Zack, machst einen Auto-Attack noch dazu, weil das Ganze gerade in der frühen Spielphase sehr nützlich ist. Ich finde es trotzdem übertrieben, diese Hybrid-Variante reinzunehmen, aber es lässt sich so ein kleines bisschen erklären. Das Gestörte ist nun, dass du den Protobelt, aber auch das Lichbane einfach für pure Utility und Single-Target-Damage nutzt. Natürlich ist der Protobelt AOE und es ist nochmal ein zusätzliches Dash-Tool, was ganz gut ist, weil dein Cooldown von dem W geboostet hoch ist. Das heißt, du hast nochmal Mobility, aber auch den nötigen Schaden. Das schlechte Scaling von der W-Fähigkeit, den schlechten Grundschaden, gleichst du damit aus, dass du quasi zwei Spells mehr hast. Du hast den Protobelt, dessen Scaling ist richtig gut, wenn du alle Raketen triffst. Und Lichbane ist natürlich ein Item, wo du die Spells auch gut rotieren lassen musst, aber das ist bei LeBlanc quasi normal, weil sie auf dieses fucking Siegel warten muss. Es ist also normal, dass du das W machst, machst ein Q, machst einen Auto-Attack und danach einen Spell, um das Siegel zu procken. Meistens geht es mit dem Q-Ult am besten, weil ist halt Point and Click. Solltest du aber den Gegner zum Beispiel mit der Chain Dauer festhalten, ja, musst du ja trotzdem in der Nähe bleiben. Das heißt, Auto-Attack, Auto-Attack, Auto-Attack. Das heißt, der Protobelt sorgt für eine gewisse Form von Tankiness und gleicht Scaling und nötigen Schaden oder fehlende Mobilität aus. Und mit dem Lichbane gleichst du ebenfalls das unglaublich schlechte Scaling aus. Es ist zwar nicht perfekt nutzbar wie bei der Ahri damals, das heißt, Ahri kann zum Beispiel für jeden Ultimate-Stack einen Lichbane-Stack erhalten. Das Ganze funktioniert bei LeBlanc leider nicht. Das heißt, ich dachte, sie drückt das W, macht einen Auto-Attack, der Lichbane verstärkt ist, reaktiviert das W und hat noch einen Stack. Das Ganze, meine Freunde, funktioniert leider nicht. Trotzdem ist diese Variante nicht schlecht und bietet halt Vorteile wie zum Beispiel beim Pushen und natürlich beim weiteren Itembild. LeBlanc kann halt nicht wie damals super viel Burst Damage rausdrücken, sondern es ist Overtime. Das bedeutet, du musst dir eventuell Zeit lassen. Und beim Zeitleisen heißt es, du brauchst mehr HP.
Das gibt dir der Proto-Belt. Das heißt, in diesem Item-Bild baust du keinen Morellos und kriegst keine Cooldown-Reduction. Kein Problem, du kriegst 10% über den Proto-Belt und du kriegst auch 10% über das Lich-Bane. Das heißt, das Ganze wurde ebenfalls ausgeglichen und du hast ein deutlich besseres Scaling. Das heißt, die schlechte EP-Verwertung, gerade auf der W-Fähigkeit, wird durch diese Items ausgeglichen. Das Problem an dem Bild ist natürlich, dass du sehr stark dran arbeiten musst. Du hast natürlich große Vorteile, unter anderem auch beim Tower-Pushen, weil du einfach nur einen verstärkten Auto-Attack mehr hast. Turrets hassen Lich-Banes, okay? Aber die Mechanics fußen nun darauf, dass ihr nicht eure Auto-Attacks vernachlässigt, sondern sogar aktiv daran arbeitet. Nicht nur in der Laning-Phase, sondern auch im späteren Spielverlauf. Technisch gesehen könnte man sogar argumentieren, dass fast jeder Champion dieses Item-Bild gehen kann. Ich kann euch jedoch eine Einschränkung sofort verraten und das ist die Mobilität. Beim Lichbane heißt es, dass du irgendwie an den Gegner ran musst. Wenn du Melee bist, hast du halt richtig verloren, trotzdem kommt ein Echo damit klar, weil er mobil ist. Und eine Ari kann sich schnell bewegen und das gleiche gilt für LeBlanc. W nach vorne, Q out Attack, zurück. Und das ist ein besserer Poke als einfach nur Q, weil du kannst halt nicht immer 4 Sekunden warten. Sehr, sehr schöne Idee von Xlee an der Stelle, klappt wunderbar und er hat sich getraut, LeBlanc trotz diesem genervten Zustand zu spielen, weil einen Vorteil hat dieses massive Rumgenerfe, sie wird gespielt. Sie hat nicht mehr eine Bunrate von 80%, deswegen dürfen wir sie sehen und das noch auf so eine kreative Art und Weise. Wunderbar. Und Gott, im Prinzip war's das schon. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.